Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, für einmal starten wir gleich mal in einer Lokomotive, dachte ich mir. Nicht weil wir hier mitfahren wollen, sondern ganz einfach, ja, damit wir einen schönen Anfang haben. Aber interessanterweise, das ist natürlich genau die Strecke, die wir dann jetzt mit dem Railjet befahren. Wenn auch das falsche Gleis, weil wir fahren links. So, wir gehen mal wieder raus. Also, wir haben die andere Strecke fertig gebaut. Oh, schönes Bild hier. Ja, so in der Höhe die Züge, das hat natürlich auch was. So durch die Stadt durch. Gut, also, die Strecke ist fertig. Wir können eigentlich den Zug kaufen, den Railjet, den CD-Railjet, den tschechischen. Ist, glaube ich, oder gehört, glaube ich, auch noch den Österreichern irgendwie, habe ich gelesen. Und den habe ich ja als Modell, dank dem lieben Daniel. Den möchte ich dann irgendwann mal hinter mir haben, damit man den sieht, wenn ich streame. Das ist, ja, eine Aufgabe, die ich mir tatsächlich vorgenommen habe. Jetzt, wie kommen wir denn in die Gleise rein? Das ist ein bisschen schwierig dahingehend, wenn wir hier gucken. Hier unten starten wir. Dann hier den Kringel unter der Stadt durch, hier in das Gleis rein. Und dann geht es hier weg. Das ist, hier waren wir gerade, hier ungefähr. Das heißt, hier kommen wir nicht in Depot rein. Das geht nicht. Dann müssen wir hier hinten mal schauen. Wisst ihr was? Wir stellen das einfach hier hin. Das ist ja unsere Strecke. Und dann fahren wir halt zurück in den Bahnhof, einmal mit dem Kringel und dann fahren wir wieder zurück. Ist ja auch nicht verboten. Dann haben wir den Kringel zweimal befahren. Ich denke, das ist auch okay. Gut, dann bräuchten wir hier ein Depot. Lasst uns mal gucken. Le Gebäude. Le Depot. Was passt hier hin? Ich denke, hier so ein bisschen außerhalb wäre sowas gar nicht verkehrt. Muss ich mal schauen. Wir müssen natürlich in die Gleise reinkommen. Das wäre wünschenswert. Wenn ich dich so hier hinsetze. Kann es sein, dass du hier ein bisschen fliegst? Ja, das kann tatsächlich sein. Hier fliegt es nicht, aber da sind wir wahrscheinlich zu weit unten. Wisst ihr was? Ich mache es so, wie ihr sowieso die ganze Zeit schreibt, nämlich... ich werde zuerst das Gleis legen. Also, legen wir ein Gleis. Einmal so. Hier raus. Und dann sehen wir ja, wo wir das Depot hinmachen können. Beziehungsweise das Depot passt sich dann natürlich sogar an. Also, machen wir es mal so. Schnappen uns das Gebäude nochmal. Und jetzt müsste es doch gehen, wenn ich dich drehe, dass du hier ansnappst. Jawohl, es snappt. Zack, passt. Ähä, okay, hervorragend. Nein, das ist nicht so, wie ich es möchte. Ich nehme es, glaube ich, nochmal weg. Ich gucke aber schnell. Doch, ich kriege ja die Landschaft hoch. Das geht. Okay, das war jetzt natürlich auch eher ein Schildbürger-Dingens. Aber das kriegen wir schon gewuppt. Außer wenn hier... Doch, hier geht die Höhe auch. So, dann ist das wieder ein bisschen eingewachsen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. So, einmal so, einmal so. Jetzt aber das Ganze natürlich wieder irgendwie ein bisschen runterziehen. Wäre dann so. Schlurz. Und jetzt schwebt es hier noch ein bisschen. Das können wir korrigieren. Das machen wir aber mit einer kleineren Einstellung. Dass wir es einfach nochmal ein bisschen hochkriegen hier. Und sonst könnte man natürlich auch einen Baum nehmen. Das würde auch funktionieren. Hier nochmal ein bisschen. Ja, hier geht es nicht schön. Dann geht das wieder rauf. Wenn ich das nochmal plätte. Ja, doch. Funktioniert. Doch, doch. Jetzt schwebt es wieder. Wisst ihr was? Ich habe gesagt, man kann es auch mit einem Baum machen. Dann lasst uns doch kurz einen Baum schnappen. Hier einmal oder so ein Busch. Das ist ja egal. Allerdings gerne einzeln. So, dann sieht man es auch nicht mehr, dass das ein bisschen schwebt. So, gut. Depot haben wir. Würde passen. Hier kommt also der Railjet raus. Beziehungsweise, ihr ahnt, was kommt. Genau, hier fehlt mir nämlich noch ein Signal. Ein Zwergi hätte ich gerne. Le Zwerg. So, einmal da ran. Einfach, damit wir das haben. Kommt er hier? Ja, jetzt. Jetzt kommt er hier in sein Gleis rein. Das würde passen. Muss ich das speichern? Nein. Ich glaube, den normalen Railjet haben wir schon benutzt. Also den normalen, diesen orangen. Dann würde ich sagen, müsste man den blauen eigentlich auch finden. Vielleicht sogar, wenn wir einfach Railjet eingeben. Wir versuchen das mal. Railjet. Moment, machen wir noch ein J. Hilft uns das? Jawohl, hier unten ist er. Zweite Klasse Zwischenwagen. Sehr gut. Haben wir da auch eine Lokomotive für? Sind das Sets? Fragen über Fragen. Oh, hier haben wir ja. ORF Railjet hätten wir hier auch noch. Wie cool ist das denn? Ne, ich glaube, ich muss... Die Lokomotive muss ich, glaube ich, separat suchen. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ja. Irgendwie, ich überlege mir gerade. Ja, nee, lasst uns den blauen nehmen. Das war ja eigentlich die Grundidee. Jetzt müsste ich den nur finden. Hier ist er nicht. Da. Okay, kauf ihn mal. Mal gucken, was wir rauskriegen. Alles außer die Lok. Sehr schön. Ich hätte aber den tatsächlich auch noch gerne.
nicht den hier. Wo ist denn das jetzt mit ORF? Da. Den möchte ich auch drauf haben. Das heißt, wir müssen ihn erst fertig machen, bevor wir... Ja, genau. Also, Railjet-Lokomotive. Ist mit Sicherheit... Ja, da Railjet, da haben wir es. Das ist allerdings die falsche Lok. Es gibt doch so eine blaue. Was bist du denn für eine 1116? Machen wir hier mal 1116 rein. Mal gucken. Nö. Auch nö. Ich glaube auch nö. Nö kriegen wir so nicht. Okay, dann gehen wir selbst mal gucken. Müsste eine elektrische Lok sein. Irgendwo hier drin ist. Jetzt ist halt die Frage, wo. Das weiß ich tatsächlich nicht. Habe ich die nicht schon mal gesucht? Ich habe die doch schon mal gesucht. Ich kann mich erinnern, dass ich hier schon mal unterwegs war. Und diese eine Lokomotive gesucht habe. Irgendwann habe ich sie dann gefunden, dank euch, glaube ich. Nee, hier ist sie sicher nicht drin. Na. Irgendwie, die müsste halt... Ja, sie müsste halt blau sein, logisch, eben. Ähnlich wie das, was wir hier unten haben. Eieiei, sonst mache ich da kurzen Schnitt. Ne, das sind die Fake-Varianten. Die können wir so nicht brauchen. Das hier ist die weiße Lady. Ja, schade, dass man halt die Lok nicht findet. Alles andere findet man, wenn man Railjet eingibt. Das ist hier Hector Rail. Das ist auch nicht, was wir brauchen. Und eine Diesel-Lok ist es doch nicht. Oder ist das allen Ernstes eine Diesel-Lok vielleicht sogar? Die eine? Ne, das ist auch nicht. Da haben wir nochmal eine ganze Ladung. Ne, auch nicht. Österreich-Bezug auch nicht. 18 Varianten. Nee, ich finde die so, glaube ich, nicht. Da ist sie doch. Da haben wir sie doch. Nachfolge des Eurosprinters. Ist sie das? Nee, das ist sie nicht. BR 193 Vectron ist auch CD. Das ist einfach tschechisch. Das ist aber tatsächlich nicht die Lok. Ah, doof. Ja, ich weiß das, was sie haben. Irgendwo ist sie. Ui, wir haben aber auch... Ja, wir haben tatsächlich eine relativ große Anzahl an denen. Wisst ihr was, wir machen einen Kompromiss. Ist das okay? Weil ich finde die auf die schnell nicht. Oder ich gucke mal noch schnell bei den Dieseln. Nee, ist er auch nicht. Das hier ist der Alex. Habe ich glaube ich auch schon mal gesucht. Ja, welche Lok habe ich noch nicht gesucht hier? Eigentlich jede, glaube ich. Nee, sonst machen wir halt einen Kompromiss. Und wenn ihr mir schreiben könnt, wo ich die Lokomotive finde, diese blaue... Dann schreibt das doch bitte gerne in die Kommentare. Da könnt ihr das nochmal korrigieren. Das ist ja, das Korrigieren ist ja sowas von einfach hier bei Transportfieber 2. Das kriegen wir easy gewuppt. Nee, auch nicht. Ja, Diesel ist es eben auch nicht. Schade, hätte ja sein können. Nehmen wir die hier. Hängen die vorne ran. So falsch ist sie nicht. Ist ja auch eine tschechische. Und gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wo ich die genau finde. Dann würden wir das nochmal kurz ändern. Gut, jetzt hätte ich gerne ihn... Und jetzt hätte ich aber auch gerne die ORF-Variante noch. Wir machen mal 2-3 Züge, würde ich vorschlagen. Versuchslackierung. Ist der hier drin? Ach, okay. Gefunden, müsst nicht mehr in die Kommentare schreiben. Hinzufügen, Dankeschön, dann haben wir das. Und jetzt wollte ich aber die Dingens noch. Moment, müssen wir wieder auf alle gehen. So, dann haben wir die wieder. Und jetzt Kollege ORF. Ne, beziehungsweise dich kaufen wir mal. Also, jetzt habe ich hier aber zwei. Der muss wieder weg. Jawohl, einmal weg. Dankeschön. Ist das die richtige Lok? Ja, Railjet, sehr gut. Hier haben wir ORF. Also, dann kann ich das löschen. Und dann brauchen wir für das Teil aber noch eine Lokomotive. So. Ja, haben wir... Oh doch, hier, guck mal. Da haben wir ja die Lokomotiven. Sag mal. Hä? Naja, gut, umso besser. Dann haben wir dich. Jetzt haben wir zwei Stück. Ich würde es... Ja, wir haben schon... ja, nicht allzu viel, aber ein bisschen eigenes Gleis haben wir. Wir bleiben mal bei den Zweien. Und ich würde aber mitfahren tatsächlich bei ihm hier. Weil ich möchte tatsächlich diesen blauen nochmal sehen, weil ich den jetzt in echt habe. Ich hoffe, das ist okay. Linie zuweisen. Oh, das wäre Linie 1. Wisst ihr was? Wir haben die Linie, glaube ich, noch gar nicht benannt. Sehe ich das richtig? Das werden wir schnell herausfinden. Jawohl, hier. Da müssen wir schnell gucken... Auge weg. Was für eine Nummer. Das müsste die 60 sein. Sehe ich das richtig? Ja, aber guck mal hier, bei 59 hört es auf. Das ist tatsächlich die 60. Okay, das wieder weg. Dann wäre das die Regio 60. Und zwar, jetzt schreiben wir beides rein, von Berlin. Oder wir schreiben rein.
CD Rail Chat. Jawohl, machen wir das so, weil es geht ja um den Rail Chat. Die Strecke selber, das sehen wir im Fahrplan drin. Würde ich so machen, dankeschön. Jetzt müsste ich dich eigentlich auch vernünftig zuweisen können. Jawohl. Aha, ein Fehler. Okay, warum dies, warum das? Müsste doch eigentlich das richtige Gleis sein. Bin ich auf Game? Jawohl, also auf Play. Der müsste hier doch eigentlich reinkommen, müsste man meinen. Haben wir hier irgendwo keinen Strom? Ja, das werden wir rausfinden. Ich brauche mein Gleis und dann die Werkzeuge. Genau. Ach, ich weiß wo. Das ist doch jedes Mal das gleiche hier. Genau, bei dem Depot. Stimmt, das hatten wir schon zwei, dreimal. Dass halt dieser eine Bereich beim Depot ohne Strom ist. So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Hier die 60. Jawohl, dann haben wir einen Plupp und dann fährt er auch raus. Wer fährt zuerst raus? Die ORF-Variante, das ist natürlich sehr schön. Dann sehen wir den noch. Ach, hier sogar mit den Köpfen drauf. Kenne ich da jemanden? Moment. Ich kenne. Ja, ihn habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Und sie auch. Haben wir da noch andere? Nö, guten Morgen Österreich. Ach, das ist sogar was Spezielles. Nicht nur vom ORF, sondern, ja, guten Morgen Österreich. Gucke ich relativ selten, um die Zeit schlafe ich. Ja, und der macht 230 km/h. Da wurde auch noch in die Kommentare geschrieben. Da kannst du eigentlich problemlos noch einen Chirun oder was draufsetzen. Ja, können wir ja mal gucken. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt mal bei diesen Railchats. Ganz einfach auch deswegen, weil wir halt jetzt die Linie so genannt haben. Hier gehört eigentlich nicht ein Chiruno rauf, wenn die Linie CD Railchat heißt. Gut, ein ORF Railchat auch nicht, weil der hat mit CD auch nichts am Hut. Aber das lassen wir jetzt mal. Schöner Zug, schön lang. Ja, düst du mal. Und wir steigen dann beim Kollegen ein. Und dann werden wir dich sowieso nochmal sehen. Also sehr nett. Irgendwie die Lackierung gefällt mir ausgesprochen gut. Ich mag halt Züge, wenn sie irgendwie... Ja, wenn sie ein bisschen was Besonderes sind. Wenn sie nicht einfach immer gleich sind. So, und der ist was ganz Besonderes. Der steht... Ja, wenn ich es hinkriege, demnächst hinter mir. Hinter mir in meinem Schrank drin. Und dann sehen wir den in den Streams dann jeweils auch. Zusammen mit dem Krokodil vom lieben Arnie und der lieben Brigitte. Und das Formel-1-Fahrzeug auch von Arnie und der lieben Brigitte. Ja, das werde ich natürlich auch stehen lassen. Das sollte man dann auch noch sehen. Ach, was für eine liebe Community. Ich muss es doch immer wieder denken und auch vielleicht mal wieder sagen. So, cool. Allora. Ja, steigen wir ein. Wir müssen natürlich jetzt hier wahrscheinlich... Nee, wisst ihr was? Wir steigen noch nicht ein. Weil jetzt warten wir hier natürlich massiv lange. Wir haben nach hier vorne nirgends... warum haben wir denn hier kein Signal? Hier könnten wir eigentlich schon noch ein Signal machen. Da habe ich das Signal im Prinzip unterschlagen. Ach so, nee, das geht nicht. Wir haben hier natürlich nur ein Gleis. Das können wir uns ja nochmal ansehen. Hier, das ist unseres. Das hier ist vom Airport-Zubringer. Wenn ich hier ein Signal setze, man sieht, wir haben hier Gegenverkehr. Also wenn ich hier das Signal setze, dann kommt nachher der ORF-Zug und guckt uns an. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier warten. Da kann er hier dran vorbei, das passt. Ja. Sollen wir mal? Nee, ist irgendwie auch doof. Wenn wir jetzt mit dem ORF-Zug mitfahren, dann befahren wir die Strecke viermal, wenn wir nachher hier wieder einsteigen. Sagen wir mal so, es war jetzt vielleicht ziemlich ideal, dass wir jetzt den anderen zuerst hatten. Aber naja, jetzt ist es halt so. Wir haben ja keine Eile, oder habt ihr eine Eile? Wir können ja mal schnell gucken. Hier. Nee, jetzt ist die Straße weg. Das heißt, hier fährt keiner mehr durch. Hier hat man eine Straße durch. Dann habe ich zuerst mit irgendwelchen Bäumen versucht, das Ganze zu kitten. Das hat hervorragend geklappt, nämlich gar nicht. Und jetzt haben wir die Straße abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier entsprechend Ruhe. Wir können hier ja nochmal gucken gehen. Das Problem ist hier mit der Kamera. Ja, doch, es geht eigentlich. Aber es ist nicht ideal. Ich komme hier nicht vernünftig rein. Ah, doch, es geht. Guck mal. Können wir hier mal ein bisschen schauen. Der ORF-Zug ist, glaube ich, schon weg, so wie es aussieht. Jawohl, der ist schon irgendwo da ins Tunnel rein. Und der müsste jetzt schon unten irgendwo da anfahren. Aber ich denke, es ist okay, wenn wir da jetzt nichts machen, dass wir dort zugucken. Weil wir haben das Ganze dann gleich mit dem anderen Zug natürlich. Was soll man machen können? Wenn ich ihn erwische, dass wir hier nochmal kurz einsteigen und ein paar Meter mitfahren. Nicht, weil wir es müssten, sondern weil wir es könnten. Jetzt erwische ich ihn nämlich auch. Jawohl, Wolfstal. Einmal Höhe. Wäre hier. So, und in der Zeit kann der ORF-Zug eigentlich in Ruhe dann unseren Zug wieder passieren. Und dann können wir einsteigen. Ich hoffe jetzt, ja nee, so schnell ist er nicht. Also das kriegen wir jetzt hier schon hin. Dass wir das noch kurz mitnehmen können.
Weil ich liebe es halt tatsächlich, dass jetzt hier die Gleise... Oh, sehr schön. Da noch ein Kollege. Dass jetzt hier die Gleise halt mitten durch die Stadt durchgehen. Und das ist, ja, genau das, was ich wollte, logischerweise. Wir haben die Gleise ja gelegt, da war hier eigentlich noch gar nichts. Und dann haben wir noch gesagt, ja, wenn dann die Stadt hier natürlich baut, dann sieht das relativ cool aus. Und das würde ich gerne nochmal bestätigen, dass das durchaus relativ cool aussieht hier mit diesen Hochbrücken. Und nicht, weil es der Hai sie schön gebaut hat. Nein, nicht deswegen. Nein, nein. Sondern weil das Spiel das halt erlaubt, dass man das macht. So, weil das Spiel halt einfach klasse ist. Aber das muss ich, glaube ich, niemandem mehr erzählen. Schön, Doppelstock unten, Doppelstock oben. Herrlich, wie die hier rumdüsen. Sauber. So, gehen wir mal gucken, wie sieht's aus, Kollege Railchat. Ja, wir warten noch. Aber sehen wir vielleicht den ORF-Kollegen bereits. Dass der hier daherkommt. Nee, du bist nicht der ORF-Kollege. Wir gehen hier mal schauen. Bip, bip, bip. Ja, der müsste ja hier in dem Gleis drin sein. Nee, da ist immer noch keiner. Nicht, dass der dann ein Problem hat und hier nicht mehr irgendwie, ja, dass er da den Weg nicht mehr findet. Moment, wir machen mal Folgendes schnell. Wo bist du? Railchat hier unten. So, Fahrzeuge verwalten. Gehen wir mal schnell hier hin. Aha, doch, er fährt zurück. Wir können ja mal kurz einsteigen. Ne, das war die falsche Einsteige, die hier. Ja, er fährt in den Bahnhof rein. Das werden wir nachher ja auch gleich machen. So, das heißt, wir müssen aber nochmal ein Momentchen Geduld haben. Was wird sich... Wisst ihr, was wir machen? Wir machen es doch ganz einfach. Wir stellen die Geschwindigkeit schneller. Und warten hier. Und sobald der Zug sich nähert, werden wir mit der Geschwindigkeit wieder runtergehen. Weil das habe ich schon oft genug gesagt. Ich mag halt diese Tempoverschärfung nicht, weil er die ganzen Züge dann im Tiefflug und irgendwie, keine Ahnung, ein Akkuschlepper mit 300 Sachen. Zumindest mit gefühlten 300 Sachen dann an uns vorbeidüst. Nee, das möchte ich nicht. Ich mache das jetzt nur, ja, weil sonst wird es eng, dass wir hier die ganze Strecke noch befahren können. Weil jetzt haben wir doch schon, ich guck mal schnell. Ja, so 16 Minuten um den Dreh rum. Oh, der Ciruno TEE. Ah, da kommt er jetzt aber. Ja, und ich denke, eine Viertelstunde werden wir jetzt schon fahren. Das ist eine relativ lange Strecke. Ist das unserer? Ja, das ist Kollege ORF. Dann machen wir hier Folgendes. Ist das Kollege ORF? Moment, einsteigen. Jawohl, das ist Kollege ORF. So, Höhe generieren. Und dann können wir nämlich jetzt losdüsen. Ne, können wir nicht. Aha. Hey, warum das denn nicht? Wir haben doch eigenes Gleis. Ach, weil natürlich der andere jetzt wieder noch drin ist. Oh, das ist natürlich doof. Wisst ihr was? Wir machen das ganz anders. Wir werden hier nochmal... Ja, weil er fährt. Wir machen das hier zweigleisig. Das würde heißen, wir bräuchten hier einfach eine Weiche. Kriege ich hier eine Weiche hin oder haben wir dann wieder irgendwelche Geländer im Weg? Mal gucken. Dann können wir das nämlich einfach zweigleisig machen hier. So, einmal so hier. Oh, okay, nee, da wird die ganze Brücke irgendwie. So geht's aber. Okay. Moment, geht das auch? Jawohl, das geht auch. Gut, da brauche ich nur aber nochmal kurz Signale. Ja, bleiben wir doch bei den Zwergen, das ist eigentlich in Ordnung. Fährt der... Ach gut, der fährt jetzt natürlich falsch, klar, weil der konnte gar nicht anders. Weil der war vorher ja wirklich nur für ein Gleis bestimmt. So, einmal so. Und dann würde ich sagen, hier zwischendrin gibt es sogar noch einen Block. So, gucken, dass ich das richtig erwische. Jetzt würde ich ihn aber nochmal drehen, weil er fährt sonst falsch. Dreh dich mal. So, Play. Jawohl, dann fährt er in die andere Richtung. Und wir müssen doch jetzt eigentlich auch fahren können. Jawohl. Sehr schön, weil wenn wir dort schon zwei Gleise haben, also irgendwie ist ja doof, wenn die dann irgendwie auf Einzelgleisen da aneinander vorbeifahren. Ja, das wäre hier der Führerstand. Hm, nein, ich möchte alles sehen. Ich möchte sehen, in welchem Zug wir drin sitzen. Das wäre er hier. Jawohl, nämlich der CD Railchat. Hier steht sie nochmal drauf. Ceske Drahi. Mhm. Ja, genau, meine Rede. So, cool, gut. Gehen wir zurück und bleiben mal so sitzen. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie das ist. Wenn wir hier oben anhalten und dann runterdüsen. Oh, wir haben natürlich nur einen Halt.
Jetzt muss ich mal überlegen, welchen Halt haben wir denn? Halten wir oben und fahren dann runter und drehen da wieder oder wie machen wir das? Weiß ich gerade tatsächlich nicht. Im Fahrplan drin ist das ja ein Bahnhof. Naja, wir werden sehen. So, CD Drahi Fari. Macht er auch gut. Jetzt ist halt die Frage, hält er hier an? Oder hält er unten an? Bin ich gespannt, welches... Ja, welchen Bahnhof das Spiel im Prinzip jetzt hier angenommen hat. Es sieht ein bisschen aus, als würden wir durchfahren. Ja, okay. Ja, dann nimmt das Spiel halt den Endbahnhof sozusagen. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Erdverwerfungen drin. Das wird je nachdem wahrscheinlich schwierig, das zu korrigieren. Weil da stehen noch Häuser drauf. Naja, mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal mit. Und fahren jetzt erstmal hier unten rein. Eh cool, dass wir das jetzt noch nutzen konnten. Weil diesen Kringel hier, den haben wir eigentlich für was anderes gebaut. Das weiß ich noch. Und dann haben wir ihn nicht genutzt, weil es nicht ging. Weil wir nicht vom Bahnhof zu Bahnhof, also zum gleichen Bahnhof wieder fahren können. Hätte man vielleicht lösen können, wenn man einen Wegpunkt dazwischen hängt. Dann, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ist aber schon eine längere Fahrt hier im Tunnel. Wenn wir jetzt hier rauskommen, müssen wir unten im Berliner Bahnhof drin sein. Jawohl. Erinnert mich gleich wieder an Zürich-Kloten. Da ist oben dann der Flughafen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, weil es halt wirklich relativ ähnlich ist. So, hier bitte anhalten, lieber Railchat. Ein Bild von dem Zug. Einmal mehr. Halt auch wieder die Farbgebung. Dieses hellblaue, dann das dunkelblaue, das ist einfach ein schöner Zug. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen nochmal aufs Dach und werden dann aber, wenn wir im Berliner Hauptbahnhof oben sind, dann werden wir nochmal kurz sozusagen... Huch, was ist denn das da vorne? Ein Grafikbug. Dann werden wir nochmal kurz die Kamera drehen, dass wir den Zug nochmal von außen sehen. Und dann sehen wir nämlich den ganzen Bahnhof nochmal. Also das hoffe ich zumindest. Das wäre die Idee. So, jetzt müssten wir, damit die Folge nicht überlang wird, innerhalb 8 bis 10 Minuten nach Birkenstöcke kommen. Könnte schwierig werden. Und guck mal, wir haben 28 Leute. Also, da gibt es sogar einen Bedarf, dass man von Berlin nach Birkenstöcke kommt. Warum auch immer. So, ich denke, von der Fahrzeit her müsste es gehen. Das Problem ist halt, wenn wir natürlich irgendwo ein Nadelöhr haben, das wir warten müssen. Aber ja, ist ja auch egal. Sonst wird die Folge halt ein paar Minuten länger. Ist ja kein Ding. Dann rendert das die Nacht über, das geht auch. So. Ja, es ist ein längerer Kringel. So, ab in den Bahnhof rein. Hier, das gucke ich mir dann nochmal an mit dieser Erdverwerfung. Da würde ich sogar das Haus da oben, je nachdem, kappen. Weil das sieht natürlich schon nicht wirklich gut aus. Aber dafür sieht das gut aus. Der Railchat im Berliner Bahnhof. Die tschechische Variante sozusagen. Also nicht nur sozusagen, sondern das ist so. Und jetzt sind wir natürlich wieder im Steuerwagen oder auf dem Steuerwagen drauf. Nicht auf der normalen Lokomotive. Das ist aber nicht so schlimm, finde ich. So, hier über den Dächern von Berlin. Da würde ich sagen, steigen wir wieder ein. Mir ging es um den Bahnhof. Und jetzt gucken wir mal, was uns die Strecke bringt. Ob wir frei fahren können. Wir haben ja doch ein bisschen eigenes Gleis noch. Das müsste eigentlich schon funktionieren. Hallo Kollege, hier haben wir es jetzt zweigleisig. Deswegen funktioniert das natürlich jetzt auch besser. Sonst hätten wir jetzt wieder gewartet. Es ist schon, wenn man schon zwei Gleise hat, sollte man die halt auch zweigleisig nutzen. Das ist schon wahr. Und geht ja easy eben. Da muss man halt einfach noch eine Weiche machen. Jetzt kann der nämlich auch fahren. Der müsste sonst auch warten. Da oben sehen wir nochmal den Giruno TEE. Und wir müssen jetzt hier genau links rüber. Und dann mal gucken, ob wir vielleicht sogar das Tempo kriegen. 2,30 stand drauf. Mal gucken, ob 2,30 auch drin steckt. Ja, und das Depot ist doch auch nett. Einfach so ein bisschen verlassen hier halt. Aber anders ging es halt nicht. Wir können nicht unterirdisch ein Depot bauen. Das geht nicht. Also ich wüsste nicht wie. Doch, es gibt natürlich unterirdische... Das gibt es eigentlich, unterirdische Depots. Und Kehranlagen und Sachen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte. Unter einem bestehenden Bahnhof eine Mod. Naja gut, das war jetzt auch eine Lösung. Die hat ja funktioniert. Wir sitzen ja im Zug, also konnten wir ihn kaufen. So, wieder Tunnel. Ja, bin ich kein Freund von. Nein. Aber manchmal geht es halt nicht anders. So, wir werden... Ja gut, ob wir das jetzt heute noch hinkriegen. Ich habe gerade überlegt, dass wir noch ein Stückchen dann wieder zurückfahren mit dem Zug. Damit wir auch die Sicht von der Lokomotive dann mal noch haben.
Aber ich glaube, da ist ein relativ schön modellierter Führerstand drin, wenn ich mich nicht täusche. Oh, und jetzt geht's hier in die vielen Gleise rein. Immer wieder schön. Und wir haben freie Fahrt, das passt doch. Mit diesen beiden Zügen, die wir jetzt hier mit reingenommen haben, mit dem ORF-Railjet und mit diesem CD-Railjet, verstopfen wir hier natürlich auch nichts. Also das funktioniert problemlos. Ja, hier geht es glaube ich erstmal dran vorbei. Jo, am Tunnel. Dann werden aus 5 Gleisen 3. Ist das nicht sogar ein eingleisiger Bereich hier? Ich dachte ja. Aber man sieht auch, das funktioniert. Kein Problem. Da kommen wir problemlos. Ja eben, hier wird es unter 2 Gleisen. Hier wartet nicht mal einer. Ach, es ist halt schon schön. Wenn man nicht übertreibt mit den Zügen auf den Linien tatsächlich, dann hat man eben den Effekt, dass man selbst, wir haben ja gesehen, wir haben, was haben wir, fast 1000 Fahrzeuge mittlerweile hier auf der Karte. Das haben wir letztens mal gesehen beim Fahrzeugersatz. Ja, aber trotzdem, du hast freie Fahrt. Wir haben ganz, ganz wenige Punkte, wo es Nadelöhre hat. Tag, Kollege. Ja, das war die moderne Variante. Und da hinten sind die Brücken, da gehen wir rüber. Ja, und zwar auf der neu gebauten linken Seite. Finde ich auch cool, dass wir jetzt hier eine Brücke haben. Linksgleis, dann die Straße und dann Rechtsgleis. Also, dass die Straße schön in der Mitte ist. Oh, Hybrid, hallöchen, guten Tag. So, ja, erstmal nochmal ins Tunnel rein, genau. Ne, doch nicht, wir fahren hier geradeaus. Nochmal schlängeln. Sauber, genau, über diese schöne Brücke rüber. Die gefällt mir auch ausgesprochen gut. Diese, was ist das, eine Stahlgitterbrücke? Ja, zumindest ist es wahrscheinlich definitiv Stahl. Im Prinzip könnte man hier auch nochmal einen weiteren Railjet draufsetzen. Also die Strecke ist wirklich, wie soll ich sagen, auch dort, wo wir gemeinsames Gleis nutzen, haben wir noch Platz. Aber wahrscheinlich ist es der falsche Ansatz. Wenn wir eben so denken, dann haben wir dann, wenn wir die nächsten 10 Linien machen, genau das Problem, dass hier alles mit den Railjets verstopft ist. Nee, ich würde das so lassen, wie wir es haben. Das ist doch okay. So, hier wird natürlich der Zugverkehr ein bisschen güterlastiger, weil da oben haben wir die Güterzentrale. Und schon kommt nochmal ein Personenzug. Jawohl, das war der Vorführeffekt. Ah, herrliche LKWs, die hier langdüsen. Sehr schön. Jetzt machen wir den Kringel. Genau. Einmal hier um die Kurve rum und dann unten durch weg. Sonst noch jemand? Ja, da hinten die ganzen Güterzüge. Lassen Sie da aufs Dach gehen. Und das in Ruhe genießen, was wir hier haben. Wobei, wenn wir uns schon drehen, genau. Schauen wir doch hier nochmal kurz hin. Da oben die Taschenwagen, oder wie heißen die? Die den ganzen Zug tatsächlich verlangsamen. Und ich habe es aber trotzdem drin gelassen. Weil mir halt die Wagen tatsächlich sehr gut gefallen. So, wir sind nicht allzu schnell. Aber wir haben natürlich auch nicht gebaut für Tempo. Wobei hier vorne sind wir dann im Bereich, wo wir links den Flughafen haben. Das ist eigentlich eine relativ gerade Strecke. Das würde im Endeffekt heißen, dass wir dort ein bisschen Tempo aufnehmen können. Das macht er auch gerade. Ja, kommen wir auf die 2,30. Die Gleise müssten sie eigentlich zulassen. Zumindest bis wir dann am Bahnhof vorbei sind. Weil nach dem Bahnhof geht es dann irgendwie links weg. Bahnhof sage ich schon. Flughafen. Im Flughafen war es. Und dran denken, dass wir in Berlin beim Bahnhof dort diesen Erdwall noch beseitigen. Ach, das ist bis zum Flughafen selber. Ist das auch noch ein Stück? Guck mal. Aber eben. Ach nee, hier ist der Flughafen. Aber eben, das ist ja eine völlig gerade Strecke. Jetzt kann er mal zeigen, was er drauf hat in Sachen Tempo. Yeah, die Beschleunigung ist nicht hybridmäßig, das hätte mich auch gewundert. Ja, aber immerhin auf 140 kommen wir. Oh, schön, da ein Flugzeug im Landeanflug. Ja, klasse. Die Pan Am. Gibt es natürlich auch nicht mehr. Was heißt natürlich, aber die gibt es schon relativ lange nicht mehr. So, wir müssen bremsen, da werden wir langsamer. Das ist die Kurve, die ich angesprochen habe. Da oben die Concorde. Ja, die kommt auch noch daher geflogen. Wir werden demnächst wieder zum Flugverkehr kommen. Für mich hat es hier viel zu wenig Flugzeuge. Güterzug? Ich dachte schon, ich höre eine Dampflok. Nein, nein, nein. So, jetzt nicht wild rumfuchteln, Herr Eisenberg.
Bleiben Sie mal sitzen, Zappel-Philipp hier. So. Ja, im Prinzip ist es nicht mehr allzu weit, oder täuscht das? Wir fahren jetzt hier rauf. Oben geht es dann rechts weg durch den Berg durch. Ja, dann sind wir eigentlich dort. Ja, da ist auch schon der ORF-Kollege. Dann kann es nicht mehr allzu weit sein. Aber hier würden schon noch ein paar weitere Züge raufpassen. Weil es ist wirklich zum... Ist es zum Großteil eigenes Gleis oder ist es... ja, wenn ich das jetzt irgendwie beurteilen könnte. Es ist viel eigenes Gleis. Es ist aber eben nicht nur ausschließlich eigenes Gleis. Und wir haben dort noch einen eingleisigen Bereich. Und eben, ich habe gesagt, wir können jetzt nicht die Strecke mit Railjets fluten, wenn wir später hier noch andere Linien machen wollen. Das ist einfach kontraproduktiv. So, gehen wir nochmal gucken. Ja, schön, wie er wieder schlängelt. Der Railjet. Schöne Geschichte. So, nochmal einsteigen. Jetzt geht's in den Berg rein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah, genau. Nee, erstmal über die schöne Steinbrücke rüber. Ja, da können wir nur mit 90 km/h fahren. Ist aber auch egal, weil man sieht ja, wir haben sowieso nur 72 drauf. Dann wird uns die Brücke auch nicht ausbremsen. So, und hier hätte ich aber das, glaube ich, nicht machen können. Von wegen, dass wir zuerst... Ja, doch, wir hätten zuerst die Lok kaufen sollen. Nee, eben nicht. Nee, das geht halt mit so einem Set, funktioniert das nicht, dass man dann die Lok vorne hat. Im Sinne dessen, dass wir eben auf der Lok drauf sitzen, nicht auf dem Steuerwagen. Ist jetzt auch egal, ist ja ein schöner Steuerwagen. Wir haben gesagt, wir fahren in die andere Richtung auch nochmal ein bisschen. Damit wir die Lok eben noch sehen. So, nicht wieder zurück nach Berlin, das würde ich jetzt nicht. Wir haben die Strecke jetzt befahren. Aber eben halt so, dass wir tatsächlich die Lokomotive wenigstens noch sehen. So. Sehr gut. Ah, der Fuxing Hoao. Jawohl, und hier in unser Gleis rein. Auch cool, wie das ohne Probleme geklappt hat, dass der Bahnhof, ja, und nicht nur der Bahnhof, dass die Linie das im Prinzip selber rausgefunden hat, wo wir lang wollen. Und das ist schon ein cooler Bahnhof hier. Hier ist natürlich sehr viel los mittlerweile. Sehr schön. So, gehen wir mal nochmal gucken. Gehen hier ein bisschen raus. Ja, der Hybrid ist dort noch. Sauber. Gut, liebe Freunde, dann haben wir die Mitfahrt mit dem tschechischen Railjet gemacht. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Morgen werden wir hier nochmal kurz einsteigen, damit wir dann auch mal noch auf der Lok drauf sitzen und sehen, wie das dann aussieht. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.